Freunde, ich bin's Martin vom Skatler-Projekt. Bei mir ist der Thorsten, mein Kumpel und ja, eigentlich der schon von Anfang an bei dem Projekt mit dabei ist und der ist heute das erste Mal mit dem Skatler 2.0 gefahren. Thorsten, was hältst du davon? Wie hat es sich denn angefühlt? Auch ja, im Vergleich zum Prototyp. Der neue ist schon wesentlich leichter zum Fahren, beschleunigt auch schön. Man merkt, dass es eine Weiterentwicklung ist. Ist das mit dem Joystick besser als das vorher gewesen? Ja, die Steuerung, die Handhabung praktisch, wie ich Gas geben kann und lenken kann, ist schon einfacher diesmal. Und klar, gibt es noch Verbesserungen, aber ich glaube, das ist ein guter Weg so, dass die Steuerung, der Joystick in der Hand liegt und dann mehr Gefühl praktisch auf den Skatler rüberbringt. Okay. Und wenn der Joystick in der Armlehne drin verbaut ist, dann ruckelt es beim Anfahren oder wenn irgendwelche Böschungen, Löcher, Stufe im Weg ist. Der ruckelt nicht mehr so viel wie genau. Der Prototyp. Ja. Jetzt haben wir zwar gesehen, dass der Umstieg noch ein wenig dämlich war, weil der Sitz zu hoch war. Ja. Meinst du, die Federung ist notwendig im Sitz unten? Nee, glaube ich nicht. Weil wir sind ja nur auf Wandertouren unterwegs. Mhm. Und selbst wenn mal ein, zwei Stufen, wo man schneller drüber fährt, oder mal eine Wasserrinne, wo man schnell drüber fährt, nee, glaube ich nicht, dass sie was bringt. Ich glaube, die Federung rausmachen, den Sitz tiefer, dann ist der Schwerpunkt auch tiefer, dann ist er nochmal sicherer, der Skatler. Also würdest du dich wohler fühlen, wenn du nur die Sitzfederung rausnimmst. Ja. Okay. Na, das ist eine einfache Geschichte, das kann ich auf jeden Fall mal machen zum zweiten Test. Ja. Okay, ansonsten. Top. Hat es sich gelohnt. Kurz nicht zu vergessen, Thorsten hat ja auch die Spenden damals eingesammelt und mir übergeben. Also sprich, war es für mich wichtig. Super, Dankeschön. Dankeschön. Dann warten wir einfach noch ein bisschen, gell? Ja. Wir sitzen nämlich in Brückler in Muggendorf und lassen uns gut gehen nach einer kleinen Testfahrt. Thorsten hat damals die Spenden eingesammelt und mir übergeben und ich, Trottel, habe es ja angenommen, also sprich, die Verpflichtung übernommen, das Projekt auch zu einem guten Abschluss zu bringen. Meinst du, was wäre es, wir sitzen noch runter, vielleicht noch ein bisschen die Steuerung, ja, da kann man noch ein bisschen was an der Konfiguration ändern, dass sie ein bisschen sanfter vielleicht ist. Was fällt dir noch auf, was ich noch machen könnte? Wo man dann sagen könnte, ja, das Projekt, da würdest du sagen, ja, so kann man in guten Gewissens verkaufen. Vielleicht Seitenteile an den Ketten hin. Oh ja, 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 ja. Und ja, was für mich jetzt wichtig wäre, einfach hinten dran eine Box, wo ich dann einen Rollstuhl reinschmeißen kann oder reinschmeißen lassen kann. Oder für den Freundeskreis, die wo mitgehen, kann man Rucksäcke, Verpflegung ein bisschen reinschmeißen. Vielleicht für eine ältere Dame einen Klappsitz oder so einen Stuhl, ne, einen kleinen. Aber hauptsächlich für einen Rollstuhl, dass der dabei ist, weil dann kann ich mich auch, wenn wir irgendwo sind, wo ich dann mit einem normalen Rolli fahren kann, ne, bin ich da besser mobil. Weil der Rolli einfach kleiner ist wie der Skatler. Aber ja, das ist aber, glaube ich, kein Problem. Auf was für ein Rolli sollte er Rücksicht nehmen? Auf den, mit dem du jetzt hier sitzt? Nee, hat also nur diese, oder genau, einen, den man so zu genau, jetzt nee, ich würde sagen, am Faltrollstuhl. Okay. Weil den kannst du einfach zusammenfalten in der Mitte und dann hat er vielleicht so eine Breite von maximal 20 cm. Und dann eine Box, die wo 30 auf 70 oder so ist, wenn man den dann reinschauen kann, senkrecht. Das muss natürlich eine Begleitperson machen, aber das wäre nicht das Problem, weil ich glaube nicht, dass man jetzt dann alleine wandern geht. Und dann glaube ich, steht der großen Tour nichts im Wege. Und vielleicht noch die Armlehne mal vorsetzen. Aber so, ich sitze bequem drin, ich fühle mich sicher. Also, wobei Armlehne so eine Sache, das musst du ja dann auf dich einstellen. Oder meinst du auch jetzt, wenn es grundsätzlich ist, wenn es hier jemand leihen will zum Fahren, wäre es einfach bequemer. Okay. Ist bequemer. Und ich glaube auch, da ich jetzt ab der Brust gelähmt bin und ich andere Leute kenne, die ab dem Halswirbel gelähmt sind und die nicht die Fingerfunktion so haben, glaube ich trotzdem, dass die das auch fahren können. Dadurch, dass sie den Joystick trotzdem mit ihrer eingeschränkten Fingerfunktion bedienen können. Dann kenne ich einen, der kann mit den Fingern gar nichts machen, der bräuchte dann praktisch einen Joystick am Kinn. Gut, das mache aber ich. Das wäre alles machbar, sowas, ne? Ja, gut, das mache ich dann nicht mehr. Das mache dann ein Profi, genau, das mache dann genau. Sanitätsausgangs. Genau. Aber ich glaube, der Skatler ist für jeden was. Okay. Für den, der ein Bein weniger hat oder der zu faul ist zum Laufen, der einfach Spaß haben will, der muss sagen, okay, ich gönne mir das jetzt einfach mal, so wie unser Martin, ne?
Der im Brüggler sitzt und lieber Apfelsaft schon trinkt statt Wasser. Okay. Und ich glaube, es ist für jeden was. Und es muss jetzt nur einfach bekannt gemacht werden. Ne? Okay. Na gut, jetzt ist es gut, deine Meinung gehört zu haben. Und ich empfinde es einfach mal als einen Schulterschlag. Das war eigentlich das Projekt, so wie ich die Spenden eingesetzt habe, vernünftig investiert habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, also kannst du all den Spendern danken, dass das Geld auch, jetzt kannst du genau sagen, das Geld ist gut angewendet, angelegt worden. Der Martin hat das gemacht, was er versprochen hat. Genau. Gut. Da bin ich beruhigt und damit bin ich auch ein bisschen freigesprochen von der Verpflichtung. Nein, die Sachen, die wir gerade gesprochen haben, werde ich auf jeden Fall noch mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und nochmal optimieren. Und ja, dann gucken wir mal bei weiteren Probefahrten. Ihr werdet bald von uns hören. Ich wünsche euch was. Servus.